angespuckt, der hat mich so gepackt und es war ganz krass und deswegen habe ich mich getrennt. Die Polizei war auch da, weil er mich die ganze Zeit erpresst hat. Der wollte Videos von mir posten, der wollte Bilder von mir posten. Oh nein. Einfach mal das Tagebuch leaken, auf überintim angelehnt. Die Frau hat halt so ein Aggressionsproblem, die hat mich so oft geschlagen. Was geht ab, Freunde? Wir reagieren heute auf das gelöschte Instagram-Statement von Chill zu Lars. Und bevor wir dazu kommen, schauen wir uns nochmal die komplette Vorgeschichte an. Begonnen hatte das nämlich mit einem Interview vom Blitzlichtgewitter-Podcast auf dem Perukaville-Festival. Ich habe das übrigens gerade 3 Mal aufgenommen, die Stelle, und ich konnte mir einfach den Namen von dem Festival nicht merken. Perukaville-Festival. Dann gab es daraufhin ein Statement von Lars. Da schauen wir auch noch mal rein. Das allerdings, muss man sagen, sehr ausführlich. Also das ging 10 Minuten lang. Ja, hatte scheinbar sehr viel dazu zu sagen. Das schauen wir auch noch mal an. Und dann kommen wir am Ende noch zu dem Statement von Chill. Also das, was sie dann später auch wieder gelöscht hat. Und ich wollte das Ganze eigentlich schon gestern aufnehmen. Habe ich dann aber zum Glück nicht gemacht. Und ja, heute haben wir jetzt noch ein bisschen mehr Inhalt. Deswegen gut, dass ich gewartet habe. Ansonsten würde ich sagen, startbereit hier. Lasst Like und Abo da. Viel Spaß mit der Reaction und damit let's go. Also fremdgegangen bin ich schon mal gar nicht, weil wir waren ja nicht mehr zusammen. Also wir sind, ja, also ich habe mich von ihm getrennt, weil er aggressiv war. Der hat mich angespuckt, der hat mich so gepackt und es war ganz krass. Und deswegen habe ich mich getrennt. Die Polizei war auch da. Und ja, und dann kurz danach war ich mit meiner Freundin auf Mallorca. Dann war Noel auch da. Wir haben uns gefreut, weil der hat gute Musik gespielt, nicht so diese Ballermann-Mucke so, ne? Und ja, dann haben wir noch ein bisschen miteinander gechillt, aber wir hatten nichts miteinander, da lief gar nichts auf Mallorca. Dann waren wir nochmal auf dem Boot miteinander und da, ja, da haben wir uns geküsst. Aber wie gesagt, fremdgegangen ist, bin ich da nicht, weil wir waren halt nicht mehr zusammen so, ne? Aber ihr habt euch sozusagen kennengelernt, nachdem du dich getrennt hast. Also vorher kam... Also wir müssen mal ganz kurz mal Pause machen, nur damit man das richtig versteht. Es gab ja das Gerücht, dass Chill Lars auf Mallorca betrogen hätte. Ja, das stimmt dann demnach schon mal nicht, wenn die nicht mehr zusammen waren. Also, wird er natürlich nicht cool gefunden haben, ne? Aber das ist wieder eine Story, wie wir die auch so ähnlich auch erst in den letzten Tagen gehört haben, ja? Ich weiß nicht, ich könnte ja mal kommentieren, ob es euch an irgendwas erinnert. Kannst du Noel noch gar nicht? Ja, ich kannte ihn vorher schon. Also, der hat damals in meiner Diskothek auch aufgelegt, wo ich halt damals war. Deswegen, ich kannte ihn schon, also es war keine unbekannte Person. Wir waren auf dem World Cup Dome. Das ist passiert, das hat jeder gesehen, das haben ganz viele gesehen. Melina hat es gesehen, Alex hat es gesehen, ganz viele haben es gesehen. Und ja, dann bin ich halt nach Essen gefahren, habe gesagt, ich ziehe aus, habe meine Sachen abgeholt und dann war halt vorbei. Was war denn der Auslöser? Also ihr wart zusammen auf dem World Club, du, muss ich mir vorstellen, ihr wolltet eigentlich einen ausgelassenen, entspannten Abend haben. Und wie kam es dazu, dass es dann so eskaliert ist? Also ich muss sagen, Lars ist eine sehr eifersüchtige Person. Und das ist halt immer das Problem, wenn wir feiern sind. Dann war da eine Gruppe von Jungs. Und die haben mich dann angesprochen und wollten ein Bild mit mir machen. Lars kam dann dazu, hat die Jungs gesehen mit mir und war dann komplett eifersüchtig. So, obwohl da wirklich nichts passiert ist. Und ich durfte nirgendwo hingucken, hat er mich so gepackt und so. Und ja, dann habe ich gesagt, ey, ist vorbei. Dann waren wir noch im Hotel, dann ist auch viel passiert. Und dann habe ich die Polizei gerufen. Und ja, da wusste ich, okay, mit diesem Typen willst du nie wieder was zu tun haben. Aber ihr hattet euch ja... Boah, ey, das sind schon sehr heftige Vorwürfe, ne? Also... Mit dem Packen und Anspucken, was sie vorhin meinte, Polizei kam, das ist schon richtig krass. Also das war jetzt auch so das, was ich halt schon mitbekommen habe, aber wie gesagt, ich habe ja auch hiervon jetzt das ganze Reel noch nicht angeguckt. Deswegen, ja, wusste ich oder kannte ich jetzt auch den Zusammenhang nicht, wann das genau passiert ist und so. Aber es sind schon sehr krasse Anschuldigungen, ne? Also da bin ich gespannt, was Lars dann dazu sagen wird. Vor allem, wenn auch, natürlich egal, was der Auslöser ist, aber ich finde das auch voll, das ist das, was ich irgendwie komisch finde. Der Auslöser war, dass sie ein Bild mit den Jungs da gemacht hat. Also, ja, okay, wir gucken noch mal weiter erstmal. Kurz vor dem World Club Dome ja schon mal getrennt, da war es ja sozusagen so ein Entfernungsproblem. Nee, also danach haben wir uns getrennt, davor gar nicht. Danach war das so, dann habe ich nochmal gesagt, ey, okay, wir versuchen das nochmal, aber nur, weil er mich die ganze Zeit erpresst hat. Der wollte Videos von mir posten, der wollte Bilder von mir posten. Oh nein. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, wir versuchen das nochmal, weil ich einfach auch Angst hatte. Puh, boah, das wird ja immer krasser. Ey, das ist schon richtig, richtig hart. Ja, dann irgendwann wurde mir aber klar, nein, das willst du nicht. Und du ziehst jetzt einfach einen Schlussstrich und hast keine Angst vor dem Typen. Und das habe ich dann gemacht. Und seitdem schießt er halt kontinuierlich auf Instagram nur gegen mich so. Und das ist halt schon
Reaktion, weil ich sage ja gar nichts dazu, so, ne? Aber irgendwann ist auch mal der Punkt erreicht, wo ich einfach was sagen will. Und das ist hier heute bei Blitzlichtgewitter an der Stelle. Ja. Jill packt aus. Ich pack aus. Bei einem Blitzlichtgewitter. Ja. Ja, dann gehen wir rüber zu Lars. So, ich wollte nichts mehr sagen, aber jetzt fühle ich mich gezwungen, nach diesem Video irgendwas zu sagen. Ne, also, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Ne? Jill hat mir auf Mallorca an dem Tag, wo sie bei dem Typen im Hotel gepennt hat, gesagt, sie liebt mich, ich bin Teil von ihrem Leben. Vielleicht raffen wir nochmal uns und wir kommen nochmal zusammen. So, hat ihr mir eine Sprachmemo geschickt. Am nächsten Tag hat sie mich angelogen. War dann in Köln, habe mich nach Köln nochmal angelogen. Also ich habe alles mitbekommen von dem DJ, weil ich habe mit dem DJ geschrieben, der hat mir dann die Wahrheit erzählt. Jill hat mich von Anfang an angelogen. Es ist auch maximal verwirrend, weil wir springen einmal in ihrer Erzählung, vorhin sind wir immer zwischen World Club Dome und Mallorca hin und her gesprungen. Und hier springen wir jetzt zwischen Köln und Mallorca und sonst wo hin und her. Also das muss man erst mal checken, wann, wo, was überhaupt passiert ist. Auf dem World Club Dome, sage ich euch ehrlich, es ist voll oft der Grund gewesen, Jill sucht immer Bestätigung, sucht immer Aufmerksamkeit, flirtet mit dem Typen. Und irgendwann hat es mich auf die Palme gebracht. Es war ja nicht das erste Mal so, dass ich ihr gesagt habe, ey Jill, hör auf mit dem Scheiß. Und auf dem World Club Dome, ohne Spaß, wir hatten Diskussion auf der Tanzfläche, Jill hat sich verpisst wie immer, ich habe gewartet, ich habe die gesucht. Die war weg, die war einfach weg. So, dann komme ich raus zu den Typen und nix. Die wollten ein Bild machen. Die haben geflirtet, ne? Dann gehe ich da raus und sage so, Alter, ich bin komplett ausgerastet, ne? Überall, wo wir sind, Jill sucht Bestätigung da, sucht Aufmerksamkeit da, flirtet. Also ohne dabei gewesen zu sein, finde ich eher bis jetzt, das ist nur mein Gedanke dabei, es kommt eher so rüber, als hätte er das vielleicht als Flirten wahrgenommen. Und sie hat aber vielleicht wirklich nur ein Bild mit denen gemacht. Also, ne, wenn jemand eifersüchtig ist, könnte man das vielleicht auch als Flirten interpretieren, obwohl es so gar nicht war. Das, was er jetzt natürlich meinte, ist halt so ein bisschen das, was viele auch schon in den Shows meinten. Ja, das haben wir ja schon von allen möglichen Leuten gehört, bei Are You The One, bei Ex on the Beach und so weiter. Ja, also eigentlich bei den beiden Formaten, dass sie Bestätigung sucht. Aber, ja, wie gesagt, also das mit dem Flirten, ob er das so wirklich richtig wahrgenommen hat, da bin ich mir nicht so sicher. Da und irgendwann ging es einfach zu weit. Und dann redet sie von nach World Club nochmal Schluss. Ja, es war Schluss, aber Jill ist danach wieder zu mir gekommen und hat gesagt, ja, es war unüberlegt, es war dumm, ausgezogen zu sein. War 5 Tage bei mir, wir haben die Wohnung gekündigt zusammen. Wir haben die Wohnung in Oberhausen angeschaut, also wir wollten nach NRW ziehen, wir haben die Wohnung gekündigt. Und das ist Fakt. Also nach World Club nochmal Schluss, aber die ist wieder zu mir gekommen und wir wollten die Beziehung weiter. Also wir hatten 5 schöne Tage. Ich wollte begreifen, warum die Jill so ist. Warum die mir sagt, ich lieb dich, Bilder noch drin hat von uns, aber sich auf den nächsten Typ einlässt. Ich habe ihr Tagebuch hochgeholt, macht man nicht, und habe das gelesen, weil ich begreifen wollte, warum die so ist. So, was das Sache. Boah, okay, das, also wenn er das jetzt leakt, wäre krass, ne? So einfach mal das Tagebuch leaken, auf überintim angelehnt. Was da alles drin stand, hat mir die Augen geöffnet, weil irgendwann der See passiert. Und nochmal World Club Dome, ne? Irgendwann ist eine Grenze überschritten. So. Es ist nicht das erste Mal, dass ich gesagt habe, ey Jill, hör auf mit dem, ne? Und irgendwann reicht's bei mir auch und irgendwann ist Ende. Und ich sag euch, egal wo wir waren, Jill hat überall ihre Bestätigung gesucht. Wie man es im Fernsehen sieht, ne? Mit ihren Blicken da, war ja. Ja, das Ding ist halt, also den Blick kann man aber auch nicht immer, oder ein Blick, nur weil sie die Blicke so wie im Fernsehen hat, muss das nicht Flirten sein. Und ich glaube, wir wissen alle, welchen Blick er meint und generell, was wir halt so von Jill auch gesehen haben. Aber ich glaube, das ist auch zum Großteil wahrscheinlich einfach ihre Art und nicht, dass sie jetzt mit jedem flirtet. Thema Nummer 1, so eben Blicken da und sowas in der Wirklichkeit auch. Auch ganz krass, die Jill ist in die Beziehung mit einer Lüge, ne? Damals habe ich sie angerufen, an dem Tag, wo ich bei ihr war, und die war im Auto. Und ich habe gesagt, hey Jill, wo fährst du hin? Ja, zum Klassenkamerad. Ich so, nee, glaube ich denn nicht. Schick mir das Screenshot vom Chat.
stand da drin, Max Klassenkamerad. Ich so, habe jetzt gar nichts dabei gedacht. Paar Wochen. Also speichert ihr eigentlich eure Klassenkameraden auch immer mit Klassenkamerad ein? Und später sagst du, Jill, dein Ex heißt doch Max. Du warst doch bei Max. Die so, oh, ja, ich wollte nicht, dass wir Stress haben. Alles gut. Da habe ich sie damals gefragt, Jill, was habt ihr vor? Ja, wir wollten zu mir ein bisschen quatschen, bla bla bla. Ich so, Jill, auf gar keinen Fall, zu dir kommt kein Typ nach Hause. Gar keinen Fall. Ruf mich an, FaceTime, wenn du daheim bist, zeig mir, deine Bude ist leer. Dann hat die mich damals angerufen mit FaceTime und hat mir ihre Bude gezeigt, ne? War leer, alles gut. Jetzt hat mich der Ex angerufen und hat mir gesagt, Lars, damals, wo wir FaceTime gemacht haben, saß ich auf dem Balkon. Boah, es ist... Also, ich meine, jetzt sind wir natürlich auch wieder ganz weit in der Vergangenheit, ne? Das muss dann nach Ex on the Beach gewesen sein. Also, ich kann nur für mich sprechen, ja? Aber wenn du FaceTime, zeig mir mal deine Wohnung, als Beweis brauchst, weil du der Person nicht vertrauen kannst, also, das würde ich schon mal nicht mitmachen. Das ist keine gute Idee. Und wenn das stimmt, dass er wirklich auf dem Balkon saß, ne? Also, es hat jetzt alles nichts mit dem zu tun, was wir von ihr gehört haben, aber okay. Also, ist auf jeden Fall auch interessant. Und zum Schluss, sie sagt nach World Club doch mal Schluss, ne? Ich erzähle jetzt, warum Schluss war. Sie ist nach NRW gefahren, die war ja wieder 5 Tage bei mir, die hat eine Wohnung angeschaut, bla 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 bla. Hat dann gesagt, nee, Lars, ich will das Risiko nicht eingehen, ich will die Verantwortung nicht, wenn es hier nicht läuft, du hast hier unten alles aufgegeben, will ich nicht. Bau dein Leben hier unten auf. Ich habe sie 5-mal gefragt, soll ich es machen? Sie sagt ja. Dann habe ich es gemacht, ich habe einen neuen Fußballverein gesucht, alles neu gemacht. 3 Tage später ruft sie mich an. Ja, Lars, ziehen wir jetzt nicht zusammen. Ich sage, Jill, Alter, weißt du, was du willst? Weißt du, was du willst? Es geht nicht. Du sagst, ich soll mein Leben hier aufbauen und einen Tag später soll ich alles wieder rückgängig machen. Ich habe einen Vertrag unterschrieben beim neuen Verein. So, es geht nicht, Alter. Ich wollte nur klar machen, du kannst nicht heute Sängerin werden und morgen Germany's Next Topmodel. Das wollte ich dir klar machen und habe gesagt, nee, Jill, geht nicht. Also ich wollte ja am Telefon klar machen, es geht nicht. Heute so, morgen so, weißt du, was du willst, ne? Dann sagst du, ja, ich will aber keine Fernbeziehung. Ich so, ja, Jill, was soll ich jetzt machen? So, ja, dann ist es vorbei und hat aufgelegt. So, hat aufgelegt. Danach hat sie die Story gemacht, die poste ich hier auch rein. War ja selber bei ihr eine Story drin, wo sie heult und sagt, ja, wir lieben uns, aber eine Beziehung ist gerade nicht möglich und Fernbeziehung auch nicht. Er ist ein Teil von meinem Leben. Selben Tag fliegt sie nach Mallorca und pennt bei einem anderen Hotel und ja, das ist der Grund, warum Schluss ist, ne? Also nix World Club Dome, klar war Schluss, aber danach war sie wieder bei mir und auf Mallorca am selben Tag, wie gesagt. Ich will da gar nicht mehr drüber reden, mich juckt es gar nicht mehr. Ja gut, also jetzt kommen wir zu der Story, die sie drin hatte. Auch gut, dann haben wir die hier auch nochmal. Ja, also bis jetzt hat er ja zu den harten Vorwürfen nichts gesagt. Ja, es ging jetzt eigentlich nur um die Zeit nach Ex on the Beach, dann um Mallorca World Club Dome, dann wieder Mallorca World Club Dome, aber nicht um die Vorwürfe. Okay, geht ja noch ein bisschen weiter, ne? Ich hoffe, da kommen wir noch dazu. Nicht leicht, die Story aufzunehmen, aber ihr habt auch irgendwie ein Recht, das zu erfahren. Lars und ich, wir haben... Ah ja, das hatte ich auch schon gesehen, als sie es gepostet hat, ja. ...endgültig getrennt. Wir werden nicht um unsere Beziehung kämpfen, weil wir das schon etliche Male gemacht haben und es nicht geklappt hat. Ja, das klingt eigentlich fast so, als hätte die das auf Mallorca am Flughafen aufgenommen, während gerade irgendwo ein Flugzeug gestartet ist. Voll der komische Ton. Und... Es ist so, dass wir uns eine Fernbeziehung, also dass ich mir eine Fernbeziehung nicht vorstellen könnte und zusammenziehen halt gerade auch nicht möglich ist und auch das Risiko viel zu groß ist, dass Lars da alles aufgibt bei sich und obwohl die Beziehung gerade nicht gut läuft. Wenn in einer Beziehung der Respekt verloren gegangen ist, die Wertschätzung, das Verständnis, also die grundlegenden Sachen, dann kann man kämpfen, wie man will, aber das wird schwer, das wieder zurückzubekommen. Einiges ist falsch gelaufen, einiges ist schief gelaufen und wir haben beide Fehler gemacht. Also wir sind jetzt nicht fremdgegangen oder so, da ist keine dritte Person irgendwie im Spiel oder so. Es geht rein um unser Verhältnis, vor allem auch in der letzten Zeit.
passiert für uns beide nicht leicht. Es ist ein Neuanfang, es ist schwierig, aber man kriegt das hin. Ja, that's it. Es ist auch nicht so, dass Lars und ich uns nicht mehr lieben. Das ist nicht der Fall, aber wir haben uns irgendwie unser Verhältnis selber zerstört, weil so viele Grenzen überschritten worden sind, dass die Liebe gerade einfach nicht mehr ausreicht. Und ich war ja ein paar Tage wieder bei Lars, wo wir gesagt haben, wir kämpfen drum, aber auch in den paar Tagen hat es überhaupt nicht funktioniert zwischen uns. Und hat mir dann auch nochmal gezeigt, dass es nicht besser wird. Und ja, bitte stellt keine weiteren Fragen oder so, akzeptiert es einfach. Mehr Infos werden erstmal nicht kommen. Ich möchte auf gar keinen Fall irgendwie einen Streit hier auf Instagram. Ich möchte nicht, dass wir gegeneinander schießen oder sonst irgendwas. Ich will, dass das alles respektvoll abläuft und und ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, gerade wenn man zusammen gelebt hat und es war das erste Mal, dass ich mit jemandem zusammengezogen bin, ist es umso schwerer und eine ganz besonders krasse Umstellung. Ich werde auch die ganzen Beiträge hier auf Instagram nicht löschen, weil Lars ist immer noch ein Teil von meinem Leben. Wir hatten eine schöne Zeit auch. Ich habe viel aus der Beziehung mitgenommen und ich will nicht die ganze Zeit heulen. Bevor wir zu dem Screenshot aus dem Chat kommen, ja, das durfte auch nicht fehlen, nochmal hier ein bisschen was aus dem Chat leaken. Also ich muss sagen, ich finde die Story bis jetzt oder generell, wie das so abläuft, voll komisch bei denen. Das muss ich einfach sagen. Also kommentiert mal, was ihr davon haltet. Da bin ich wirklich gespannt. Ja, dann hier die Nachricht. Trotzdem gibt es dir keinen Grund, mir ins Gesicht zu schlagen oder mit den Füßen zu treten. Wolltest dir nur nochmal gesagt haben und du hast gesagt, kommt nicht mehr vor. Also alles gut. Okay. Sag's euch, die Frau ist so verlogen, ne? Ich könnte so... Also das muss aber eine Nachricht sein, die er ihr geschickt hat. Erzähl, ne? Ich weiß aber nicht, ob ich's darf. Ich weiß nicht, ob ich's darf. Ihr wisst gar nicht, was hinter geschlossenen Türen passiert ist, ne? Die Frau hat so ein Aggressionsproblem. Die hat mich so oft geschlagen. Ich weiß nicht, ob ich es erzählen darf. Ich weiß nicht, aber... Ich sage euch nur, glaubt nicht alles. Die Frau ist ganz, ganz krass verlogen. Ganz, ganz krass. Ich würde am liebsten alles öffentlich machen, aber... Oh, ich weiß nicht, ob ich es darf. Ich weiß nicht. Und mit dem Interview... Also ich finde das mit, ich weiß nicht, ob ich es darf, finde ich auch komisch, weil ich meine, eigentlich hat sie dieses Thema ja öffentlich gemacht in dem Interview. Und wir haben ja auch bis jetzt noch nicht viel dazu gehört, zu dem Inhalt von dem Interview. Also da warten wir immer noch drauf. So ins gute Licht stellen. Eigentlich, ich wollte es alles gar nicht. Ich wollte es nicht. Aber ich will jetzt gar kein Blatt mehr von dem Mund nehmen. Gar kein Blatt. Oh Leute, ich würde euch am liebsten alles erzählen, ohne Spaß. Aber es gibt einen Grund, warum sie jetzt 2 Monate ins Ausland geht, einen Rucksack aufsetzt und mit sich selber klarkommen will. Da gibt es einen Grund dafür. Die hat ein riesengroßes Problem. So wie man sie aus dem Fernseher kennt, so ist sie in echt auch. Und Leute, glaubt nicht alles, was sie erzählt. Und ohne Spaß, wie gesagt, ich wollte gar nichts dazu sagen. Aber nach dem Interview kann ich kein Blatt mehr vor den Mund nehmen. Ich lasse mir sowas nicht sowas gefallen, weißt du? Sie will sich jetzt ins gute Licht drücken und gut dastehen, aber es ist nicht so. Also es ist absolut nicht so. Was sie erzählt, stimmt auch gar nicht. Weil sie ist nach World Club zu mir gekommen, war 5 Tage bei mir. Wir haben die Wohnung gekündigt, haben eine neue Wohnung angeschaut und da war nicht Schluss. Also nach World Club, okay, war Schluss, aber die ist zu mir gekommen und da war nicht Schluss. Also ihr wisst, was ich meine. Hä? Nee. Also ich blick da wirklich nicht durch dabei. Wir haben das jetzt schon von ihm, ich sehe es hier unten, 11 Minuten lang haben wir das von ihm schon angehört, ja? Aber so wirklich ein Inhalt oder so, es ist wirklich ein ganz komisches Statement. Es ist ja richtig, richtig komisch. Alter, ich komme nicht drauf klar, Leute. Die Frau macht wirklich alles. Also, Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Und wie ihr seht, die Story, wo ich jetzt drin habe, wo Jill drin hatte,
Da seht ihr, dass nach dem World Club Dome nicht Schluss war. Wie sie selber sagt, ja, ich kann mir keine Fernbeziehung vorstellen und ich will auch nicht, dass Lars alles aufgibt. Leute, ihr seht selber. Glaubt nicht alles, was ihr erzählt. Und wie es im Interview sagt, fremdgegangen bin ich nicht, wir waren getrennt, aber ey, sie sagt zu mir, ich liebe dich, du bist ein Teil von meinem Leben und lässt die Bilder drin und schickt mir am selben Abend eine Memo mit, ja, es ist traurig, es ist schade, vielleicht raffen wir uns nochmal und wir probieren das Ganze nochmal, Audio darf ich nicht veröffentlichen, mach ich mich strafbar. Ey, in was für eine Welt lebe ich, ne? Und wie sie lacht im Interview, sagt schon alles. Lügen über Lügen. Und Leute, ihr schreibt mir alle, gib dich nicht auf das Niveau ab, ne? Aber ich kann nach diesem Lügen-Interview, kann ich nicht ruhig bleiben, ne? Ich wollte es alles nicht, ich habe auch gar nichts drüber gesagt, aber jetzt will ich kein Blatt mehr vor dem Mund halten. Jetzt könnt ihr alles erfahren, jetzt könnt ihr alles wissen und ich ist so verlogen, ne? Boah, das. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll, ne? Na, das weiß ich auch nicht dabei. Also, ich meine, wir switchen auch hin und her zwischen, ich würde es euch gerne erzählen, aber ich weiß nicht, ob ich darf. Und jetzt nehme ich kein Blatt mehr vor den Mund. Jetzt erzähle ich euch alles. Was ist das für ein Statement? Es sagt einfach gar nichts aus. Gar nichts. Er hat jetzt nicht gesagt, das stimmt nicht, dass er sie. Also, scheinbar haben die sich dann. Demnach, wenn das so stimmt, von beiden, was wir gesehen haben, einmal der Chat und einmal das, was sie meinte, dann wurden beide dem anderen gegenüber handgreiflich. So müsste es korrekt ausgedrückt sein. Und passt dann auch zu dem, was sie meinte, mit irgendwann war der Respekt weg, was eigentlich ein wichtiger Punkt auch ist. Also wenn du solche Grenzen überschritten hast und der Respekt weg ist, den kriegst du, also das kannst du auch nicht mehr zurückholen, meiner Meinung nach. Aber trotzdem, das ist irgendwie, es wird auch so viel vermischt und so, also, ich habe schon auf viele Statements reagiert hier, aber so ein komisches war bis jetzt echt noch nicht dabei. Aber Leute, glaubt nicht alles, was die erzählt. Die erzählt euch auch, sie hat aufgehört mit Rauchen und in der nächsten Story seht ihr, wie sie eine Kippe raucht. Und gleichzeitig, ich liebe dich schreiben. Naja, das passt natürlich nicht zusammen, das stimmt auf jeden Fall, aber irgendwie passt ja, finde ich, mehr nicht zusammen. Und Leute, wisst ihr, was richtig schön ist? Sonne. Aber was noch viel schöner ist? Ich wollte gerade sagen. Schaut mal, wer da ist. Wie süß sie winkt. Und das Geilste ist, wie sie in dem Interview grinst und lacht, das sagt doch schon alles aus, ne? Ja, das fand ich auch komisch. Also das ist mir auch aufgefallen. Ich habe jetzt nichts dazu gesagt, aber ich habe mir auch gedacht, warum grinst die manchmal so? Könnte natürlich auch so ein Schutz von ihr sein, ja? Keine Ahnung. Die kann sich selber nicht ernst nehmen, ich kann die Frau nicht ernst nehmen und ich hoffe, ihr könnt es auch nicht. So, dann gucken wir mal, ob uns das gelöschte Statement irgendwie weiterbringt. Also das ist übrigens hochgeladen hier bei YouTube bei Trash Formiert. Ist natürlich auch unten verlinkt, ne? Könnt ihr abchecken, da wurde das hochgeladen. Fortsetzung im nächsten Reel. Okay, schauen wir mal. So, jetzt kommt ein kurzes Statement zu der Trennung. Ich hätte niemals gedacht, dass ich sowas mal machen muss, aber man lässt mir keine andere Wahl. Ich habe bis vorgestern nichts zu der Trennung gesagt, keine weiteren Details bekannt gegeben, außer das Nötigste, weil ich der Meinung bin, auch wenn die Beziehung nicht gut gelaufen ist und auch wenn sie nicht gut geendet ist, sage ich jetzt mal, muss noch der nötige Respekt bestehen bleiben. Jetzt ist es nicht so, also Lars redet ja seit Wochen darüber, er hat wirklich seit Wochen nur diese Trennung als Thema in seiner Story und in seinem Feed. Zuletzt auch das Reel, wo er da eine Kamera aufgestellt hat und auf dem Karton sitzt und er mega auf Opfer macht. Ne? Also ich meine, wir sitzen beide im selben Boot, wir haben beide keine Wohnung. Ich bin bei meiner Freundin, er ist jetzt bei seiner Familie. Ja, man muss gucken, wie man klarkommt, aber ich habe ihn da jetzt auch nicht ohne alles stehen lassen. Ich habe gesagt, nimm meine Möbel. Er hat alles behalten, obwohl ich alles halt mitfinanziert habe. Ansonsten habe ich auch gesagt, nimm die 2000 Euro Kaution von mir. Kannst du ja auch Leute engagieren, die dir da helfen, weil wie gesagt, so, wir wohnen halt nur mal 7 Stunden auseinander. Ich bin damals für ihn ins Dorf gezogen. Er hat da auch eine Familie, die ihm da helfen kann. Ich wollte jetzt aber auch nur nochmal sagen, wir haben uns getrennt, weil Lars etwas gemacht hat, was keiner von euch sich gefallen lassen müsste. Wir waren auf dem World Club Dome. Er hat zigtausend Eifersuchtsszenen geschoben, was ja öfter passiert ist.
Ich war mit einer Jungsgruppe, weil sie ein Bild machen wollten. Lars hat das gesehen, ist zu mir gekommen und hat mir ins Gesicht gespuckt. Dann auch noch an demselben Abend hat er mich so gepackt, am Hals gepackt, feste, weil ich angeblich, oder vielleicht habe ich das auch, ist ja nicht schlimm, jemanden angeguckt habe, angeguckt. Und dann im Hotel war es auch so, dass Lars so aggressiv geworden ist und mir gedroht hat, obwohl ich nichts gemacht habe. Ich lag im Bett und habe einfach nichts gesagt, dass ich die Polizei gerufen habe mitten in der Nacht. Während ich unten bei der Polizei war, hat er meine Bankkarte zerstört, meine SIM-Karte aus dem Handy genommen, damit ich mittellos bin. Und das hat er öfter gemacht. Er hat mir auch schon mal MJ entrissen und mein Handy weggenommen. Boah, also, ey, das ist wirklich heftig, was sie erzählt, ne? Vor allem das Ding ist, man muss ja dazu sagen, Lars hat auch so, also er hat sich darüber beschwert, dass Chill im Interview vorhin gelacht hat, hat selbst aber auch manchmal so ein bisschen, ja, auch alles schon sehr locker genommen, ne? Also dafür, dass es solche Vorwürfe sind, hat er da schon locker drauf reagiert oder das so ein bisschen so locker und Gelassenheit wiedergegeben. Bankkarte kaputt gemacht, SIM-Karte irgendwas rausgenommen und man weiß gar nicht, was man dazu sagen soll. Er meinte ja auch nicht, dass das nicht stimmt, dass er das nicht gemacht hätte oder mit den Bildern erpresst, ne? Da hat er auch nicht gesagt, dass, da hat er ja gar nichts zugesagt, aber nicht, dass es nicht stimmt. Ganz oft, weil er weiß, okay, ohne MJ gehe ich nicht. Dementsprechend bin ich dann auch von Frankfurt aus nach Essen gefahren, beim nächsten Tag meine Sachen abgeholt mit einem Sprinter, beziehungsweise mein Bett, ich habe alles da gelassen. So, und jetzt hoffe ich, dass ihr euch nicht mehr so von Lars manipulieren lasst und das Ganze aus zwei Perspektiven sehen könnt. Ich werde jetzt nichts mehr dazu sagen, ich habe jetzt alles gesagt. So, dann noch eine Story-Nachricht von einer Person, die letztes Jahr bei Ex on the Beach teilgenommen hat, in Bezug auf Lars Verhalten, weil ich gepostet hatte, dass Kamil bereits letztes Jahr Ähnliches über Lars berichtete. Okay, also Kamil, der war ja in der Staffel eben dabei bei denen. Ja, direkt nach Ex on the Beach hat das angefangen. Also ich war da nicht dabei, aber Julia, Roma, Kamil etc., da haben alle schon gesagt, mal gucken, wie lange das gut geht. Krass, ja, passt dazu. Darf ich das anonym teilen oder lieber nicht? Ja, anonym kannst du das teilen. Dann haben wir hier nochmal was von Melina, die auch erwähnt wurde vorhin. Für alle, die meinten, Chill hätte gelogen, hat sie nicht. Melina hat sich nochmal geäußert. Also, da mein Name in dem Interview genannt wurde, wurde ich da jetzt mit reingezogen. Erstens, mein erstes Kommentar sollte ich löschen, da Lars sich bei mir gemeldet hat und meinte, es wäre das Kinn und nicht der Hals gewesen und dass es so doch Rufmord ist und ich es klarstellen soll, weil er mich sonst deswegen anzeigen möchte. Oh Mann, ey. Also gut, Lars, dann war es halt das Kinn und nicht der Hals. Zweitens, also ja, das mit dem World Club Dome stimmt, das war direkt neben uns und ich bin dazwischen gegangen. Drittens, ich bin mit keiner Partei befreundet, ich weiß nichts über diese Beziehung und nicht, was sonst noch vorgefallen ist, ist auch nicht mein Bier. Dann wurde ja das Statement von Chill gelöscht. Dann hat sie hier nochmal gepostet, ich habe das Statement gelöscht, weil ich diesem Thema keine Plattform mehr bieten möchte. Es hat sich nicht richtig angefühlt, mich auf das Niveau herabzulassen und ich selber möchte damit abschließen und nach vorne blicken. Das alles tut meiner Psyche nicht gut. Danke an alle, die mich supporten und mir auf Insta den Rücken stärken. Und ich finde auch nicht, dass es so rüberkam, als hätte Chill da jetzt mit irgendwas gelogen. Ne, er hat ja auch nicht gesagt, dass die Sachen jetzt nicht stimmen würden. Und also, ich würde sagen, er hat da, glaube ich, auch vieles einfach falsch interpretiert. Aber ja, aber das ist natürlich auch nicht dabei, ne? Sehr schweres Thema. Mehr kann man auch nicht mehr dazu sagen. Ich bin gespannt, was ihr kommentiert. Vielleicht gibt es ja noch mehr Infos, die hier nicht mit drin waren. Dann könnt ihr die gerne kommentieren. Und ansonsten, ja, wird es wahrscheinlich auch nicht weitergehen dabei, denke ich mal. Also noch hat keiner was Neues gepostet. Und ich denke, das Thema wird dann, also Chill meint ja auch, dass das für sie durch ist. Ansonsten, wie gesagt, bin ich gespannt, was ihr dazu sagt. Wenn es euch gefallen hat, lasst Like und Abo da und wir sehen uns dann morgen wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin und ciao.